Hier hat man eine Stelle, wo ich regelmäßig Aale gefangen habe. Und warum? Das ist hier 2 Meter tief. Das sieht hier wie ein Flaschenhals. Das bedeutet, das Futter, das geht langsam unter diese Brücke durch. Und es ist dunkel. Das ist am Tag auch interessant für Aale. Die mögen die Sonne nicht so gern. Und ich gehe hier gerade am Rande mit einem Wurm am Boden. So, das Blei liegt am Boden. Kleinen Haken drunten. Und dann haben wir die, was man in Holland die Aalpose nennt. Das sind ganz rot-weiße Stückchen Kork. 4 Stück, 5 Stück, das reicht. Und die muss man so montieren, dass die weiße Seite nach oben ist. Denn wenn man abends im Dunkel sitzt, kann man weiß natürlich viel besser sehen wie rot. Ich habe immer so ungefähr 10 cm zwischen Blei und Haken. Das Blei ligt am Boden, de Wurm ligt am Boden, beweegt zich. Ganz interessant is vielleicht für een Menge Leute, dass ich ganz, ganz kleine Haken habe. Größe 6 bis Größe 8, das sind diese Truturn-Wettkampfhaken. Sind sehr scharf, sehr stark. Und ja, warum verwende ich die? Weil ich die in der Praxis eigentlich die beste finde. Diese Wurm is mir zu groß. Was mache ich? Ich mache nur die Hälfte. Und er wird ganz auf dem Haken gemacht. Und du siehst, wenn man kleine Haken hat, die dünn sind, bleibt der Wurm lebendig. Und das ist natürlich unter Wasser auch ein Spielchen, dass es attraktiver ist für die Aale als tote Würmer, die gar keine Bewegung haben. Und ja, hoffentlich klappt es. Hakenspitz ist ein bisschen raus, macht nichts. Und ganz nah hier an Bord. Und warum habe ich die alte Kapselrolle? Auch einfach, die liegt, man sieht, es ist alles Gras und Grashalme. Die kann man ruhig hinlegen. Die Schnur und die Kurbel, die verhangen sich nicht mit Gras. Auch im Dunkel, ohne Probleme. Gefällt mir als mehr als 40 Jahre. Das ist noch ein ziemlich tiefes Loch. Okay. Und jetzt mal weiter. Es gibt eine zweite Methode, die ich immer verwende, wenn ich nicht genau weiß, wie tief das Wasser ist, wenn es ein bisschen breiter und tiefer ist. Und das ist meine Paternoster-Methode, die ich bereits mehr als 50 Jahre verwende und die auch sehr erfolgreich ist in diesen Gewässern. Und hier sieht man, was man braucht. Kleine Haken und nicht mehr und nicht weniger als 10 Gramm Blei. Und ich möchte jetzt zeigen, wie einfach es ist, wie man in ein paar Minuten so ein System ineinander setzt. Man macht unten eine Schlaufe. Das ist ganz einfach, zweimal, mehr nicht. Das letzte Stückchen mache ich noch immer mit meinen Zähnen weg. Man hat hier 10 Gramm Blei, wieder unten. Warte mal. Eingehängt. Momentje. Oké. Jetzt geht man 15, 20 cm hoog. Macht wieder so eine Schlaufe. Aber hier jetzt größer. Einmal. Zweimal. Und dann macht man das noch. Einmal. Und noch einmal.
Und was sieht man jetzt? Diese geht durch. Dann sieht man ein Stückchen Schnur, das auch nach draußen sieht. Und hier kommt dann ein Haken. Zweite Paternosterarm. Einmal. Zweimal. Einmal. Und noch einmal. Und fertig. Da sieht man, die können einander nicht so schnell verhangen. Sucht zwei Haken. Einmal, und das kann ich sogar mit Augen zu im Dunkel. Schlaufe. Eins, zwei, drei, viermal. Hier durch. Und ich brauche die Brille noch immer nicht mit dieser Methode. Sitzt. Stukje Schnur weg. Scheren geht es einfach, aber mit meinen Zähnen auch. Was jetzt noch fehlt, ist Köder. Wir suchen mal ein Wurm. Ein Wurm für zwei Haken. Ein Wurm. Und hier kommt Nummer 2. Diese Paternoster-Methode ist sehr erfolgreich, mache ich mir bereits 50 Jahre. Ich habe immer damit gefangen, egal wie tief das Wasser ist. Kleine Haken, nicht zu lange Vorfächer, 10 Gramm Blei, das reicht hier für das ganze Poldergebiet. Und es ist meine meist erfolgreiche Methode für das Aalangeln. Wir haben jetzt die Stelle ein bisschen gewechselt, denn heute Abend, wenn es dunkel wird, kann man in tiefere Stellen wie hier in Vlietlanden auch gute Aale fangen. Und kann noch ein, zwei Stunden dauern, aber hier ist es über 2 Meter tief und ganz nah am Kraut werden man am Abend die meisten Aale gefangen und das ist die Erfahrung der Leute, die ziemlich oft angeln. Es soll sowieso Aal geben, denn vor 2 Jahren haben wir noch 130 Kilo Aalbesatz haben wir schwimmen lassen und die sollen jetzt groß genug zijn om lekker te smaken. Mal hoffen, dass es klappt. Kein Aal, aber kleine Brassen. Meisje? Ja. Auf Wurm. Zack, weg. Der Schlang, oh. Der Schlangen. Meine Frau wird sich freuen, die wird morgen gebacken.